Hi, ihr seid bei Nessa on Tour. Heute mache ich ein Tauschpaket mit der lieben Sarina. Sie hat mich gefragt, ob ich denn mal Lust habe auf ein Tauschpaket. Und da dachte ich mir, klar, ich kriege ja voll gerne Geschenke und verschenke auch übelst gerne. Und von daher, warum nicht? Fangen wir doch mal an. Das ist das Paket. Es ist sehr locker eingepackt. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen beim Verschicken. Und ja, ich bin voll gespannt. Ja, mach mir es da einfach mal auf. Hat ja ein tolles Cuttermesser. Und ja. Gucken wir mal. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen großzügig zu mir. Jetzt nehme ich mein erstes Tauschpaket. Und ja, na mal sehen. So, dann lächelt mich schon was an. Also ich glaube, ich habe unten aufgemacht, so wie das aussieht. Ja. Machen wir das einfach mal. Machen wir das erste raus, wenn ich es rauskriege. Und was springt mich an? Wartet. Es sind Vanillekipferl von Basen. Cool. Brauche ich keine mehr neu backen. Meine sind nämlich schon alle. Nee. Oh, cool. Ich hab noch nie gekaufte Kekse, also jetzt so in der Art gegessen. Bin ich hier mal gespannt. Dankeschön. So, der Babykräutle auch. So, geht's mal weiter. Ein cooles Haartuch. Das ist ja klasse. Ich habe mir schon zigtausend Tücher gekauft. Ich bin gespannt, ob das hält. Weil wenn ich das bei mir in die Haare reinmache, rutscht mir immer das alles wieder hoch oder so. Ah, das sieht echt gut aus. Das ist... Dankeschön. Das ist ja toll. Ging ich? Ich bin gespannt. Ich denke mal, ich hänge das dann alles... Dann nach dem Video hänge ich das noch dran. Dann mache ich das, setze ich das mal auf. Aber jetzt will ich jetzt nicht hier rum mehr geben. Aber cool. So, weiter geht's. Oh mein Gott. Wie cool ein Schminkspiegel. Sie hat wahrscheinlich meinen anderen gesehen im Pink, der ja eigentlich nicht so toll aussah. Aber voll toll. Der ist voll hübsch. Der ist hier. Was ist da drauf? Voll die schönen Blumen halt. Cool. Und der gelangt bestimmt. Hundertprozentig diesmal in meiner Tasche, weil wenn ich unterwegs bin, bräuchte ich eigentlich oft diesen Spiegel, aber dann denke ich immer zurück und sehe den in meinem Badezimmer, in meinem Schmink aufgeworfen und da liegt er gut. Ja, aber er ist echt klasse, cool. Was ich noch sage, weil ich bin echt froh, ich finde hier keinen Brief drin. Ich habe mir nämlich jetzt mal noch ein paar andere Tauschpakete angeguckt, die haben alle noch einen Brief beigelegt und was dazu geschrieben, wo ich mir dachte, ja scheiße, ich habe das nicht gemacht. Und da bin ich jetzt echt froh, dass du das auch nicht gemacht hast. Ja, geht's weiter. Oh mein Gott, da hat sich was verheddert. Was verheddert, was Tolles hat sich verheddert. Auf jeden Fall erstmal einen Pflegelippenstift. Voll toll, mach ich gleich mal auf. Von Blistex Happy Lips. Hat der Geschmack? Ja, bin gespannt. Oh, geil. Kennt ihr das, wenn ihr was essen wollt, wenn es so gut riecht? Oh, cool. Ich steh mal drauf. Gerade jetzt im Winter ist es echt top, weil ich habe nämlich voll die rauen Lippen im Winter immer. Bin ich ja mal gespannt, wie der hilft. Aber. Oh, voll gängig. Oh, cool. So, geht's weiter. Jetzt starten wir schon voll die tollen Gummibärchen an. Yeah! Komm her. Wird sich mein Freund auch freuen, weil ich esse nämlich die grünen und die weißen nicht. Und ja, ich mag halt auch die orangen und die gelben und die roten und ja. Dankeschön. Und weiter geht's. Geiles weißes. Weiß? Lidschatten. Voll cool. Ich habe mein weißes Lidschatten. Mein Weiß wird nämlich bald alle. Und da ich ja, wenn ich mich schminke, wirklich immer weiß hier vorne drauf mache, ist es voll cool, dass ich jetzt ein eigenes Weiß habe. So, das Weiß alleine, ich krieg's noch nicht auf. Das ist.
diese Serie mit 01 Chill Out Schimmereffekt. Nennt sich die Farbe von Assassin's Magazine. Und ja, cool, dankeschön. Was ist das? Ich bin ja nicht so die Beauty-Tante, deshalb, also ich habe hier einen Assassin's Stay Natural Consolant Natoli Carborance. Ach ja, kaschiert natürliche Haut und Ebenheit. War das jetzt bezogen auf meine Pickels? Nee, das ist echt cool. Ja, jetzt möchte ich es aufmachen. Ich bin mal voll gespannt, wie das funktioniert. Hier ist ein Pinsel. Zum machen. Oh, warte, drehen. Ah, das ist so, da drehst du und dann kommt hier vorne dann irgendwann die Farbe raus, oder wie? Oder wie? Oder wie? Tja, wenn ich es dann rausgefunden habe, tue ich das dann auch ans Ende des Videos mit dran packen. Mal sehen. Bis jetzt kommt noch nichts und ich drehe und drehe und drehe. Oder drehe ich falsch? Ah, muss ich drehen. Ja, mal sehen. Ich drehe dann, wenn ich das alles fertig ausgepackt habe, mal bis sonst wie und mal sehen, ob da was rauskommt. Ah, cool, danke schön. Mal sehen, ob es wirklich meine Pickelchen abdecken kann. dann haben wir einen Nagellack. Color and Go. Nail Polish. Ich habe das jetzt nur für... Ah, der ist sehr hell. Nein, das mache ich dann auch zum Schluss. Hänge ich das mit dran und zeige euch, wie das aussieht. Aber cool. Schnell trocknen, dabei bin ich immer gespannt. Das ist wieder gefühlte 10 Jahre dafür brauche, bis er trocken ist. Auf jeden Fall ist er von Essence, Farbe 152. Give me Nude Baby. Dankeschön. Und, oh mein Gott. Einen Lipgloss. Lipgloss. Ultra Shiny Lipgloss von Essence. Ich bin ja eigentlich der Typ, der kaum so was auf die Lippen macht. Aber ich werde es mal probieren. Sieht auf jeden Fall interessant aus, die Farbe. Das ging nicht. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Wink, vor allem mit dem. Ein Zaun vor allem mit dem. Hä? Das ist wahrscheinlich ein Wink mit dem Zaun vor allem. Genau. Dass ich mal wo mehr geschminkt mich vor die Kamera setze. Vielleicht mache ich das nächste Mal. So, und jetzt noch das Tolle, was jetzt hier sich verfangen hatte. Von Claire's. Eine voll tolle Kette. Hört ihr? Hört ihr? Ein Herz mit einer Kugel drauf, die ist voll toll. Ist nicht nur eine Kugel, da ist noch ein. Nein, Herz. Ein Herzperlchen drauf, sagen wir es mal so. Dankeschön. Ist ja voll hübsch. Das trifft sich gut, weil ich habe jetzt nämlich schon wieder ständig nach neuen Ketten geguckt, weil ich habe ja eigentlich zur Zeit nur die. Also so die ein bisschen dezenter ist, die anderen sind ja eher so mehr Pling-Pling. Und ja, ich habe auch nie wirklich jetzt was gefunden, was toll ist und das mir so gefallen hat. Und die ist aber echt schön. Ich sollte wohl mal öfters zu Claire's reingehen, da bin ich ganz selten. Ist halt auch nicht bei uns, ist halt nur ein Laptop im Bahnhof, das ist bei uns das nächste, was ich weiß. Und ja. Ah, toll, dankeschön. Ja, das war's dann auch schon. Ja. Mit unserem Tauschpaket. Wie gesagt, Dankeschön. Wenn ihr wissen wollt, was ich der Sarina geschickt habe als Tauschpaket, dann guckt auf ihren Kanal, den verlinke ich hier im Video und der steht auch unten in der Beschreibung. Und ja, sie hat mir voll tolle Sachen geschickt. Jetzt bin ich gespannt, wie sie auf meine reagiert hat. Weil es ist mein erstes Tauschpaket, ich wusste nicht, was ich reinpacken soll. Und weil ich ja nun auch nicht so die Beauty-Experte bin, habe ich ja auch so einen kleinen Beauty dort reingepackt. Und habe halt viele andere tolle Sachen gemacht. Na, mal sehen. Ja. Gut. Auf jeden Fall probiere ich das jetzt mal aus, alles drauf zu machen. Und nehme das auf, dann, wie das Endergebnis alles so aussieht. Und ja. Bis
klatsch. So, meine Lieben, so sieht's nun aus. Also, zum Ersten. Das Haartuch sieht voll toll aus, aber es rutscht auch. Wenn ich den Kopf nach hinten mache, dann rutscht es immer weiter. Entweder bin ich echt zu blöde, die Haartücher reinzumachen. Ich habe es auch schon versucht mit Knoten oben und so halt so, aber keine Chance. Also es ist halt wirklich so, das rutscht halt alles, wie es ist. Oh, das ärgert mich voll. Weder finde ich wirklich noch eine Möglichkeit, wie es denn dann wirklich, wie ich es denn oft machen soll. Müsste ich vielleicht mal bei YouTube gucken, wie sie das andere so ungefähr reinmachen. Oder meine Schwester, die macht sich auch ständig Haartücher rein und die freut sich da bestimmt auch drüber. Und ja, aber trotzdem, es war ein Versuch wert. Wie gesagt, ich probiere es aber halt erstmal, ob ich es vielleicht doch irgendwie mal hinkriege. Weil ich finde es nämlich voll toll mit den Haartüchern im Haar. Mit den Tüchern im Haar. Und ja, das ist halt auch nicht für das. Oder ich nutze es dann einfach als Halstuch. Genial. So, dann, was war das Zweite? Ich glaube, der Stift, ich habe ihn gekriegt. Ich habe gedreht und gedreht und gedreht und dann kam tatsächlich etwas raus. Und ich habe es natürlich gleich probiert. Ich habe aber gesehen hier im Video, dass meine Pickelchen gerade ähnlich so sieht. Und habe ich aber das jetzt trotzdem so mal drauf gemacht und so im Licht. Und der ist echt gängig. Also ist auch meine Farbe. Ich weiß nicht, ob es auch verschiedene Farben gibt. Ich denke schon, vielleicht, keine Ahnung, natural halt. Auf jeden Fall cool. Werde ich jetzt öfters nutzen, auf jeden Fall. Weil jetzt gerade irgendwie habe ich echt eine Phase, wo ich ständig irgendwelche Pickelchen kriege leider. Und ja, nee, das ist echt gängig. Dann der Lidschatten. Der ist ja voll hell, das ist voll dezent, das ist voll cool. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hab den jetzt auch komplett drauf gemacht. Also das, aber der ist echt toll. So ruhig den ganzen wirklich mal am Tag auch drauf machen, weil das, was ich habe, ist ja dann immer so krass kräftig farben sozusagen. Da siehst du ja dann mal aus wie so eine extrem geschminkter Pippi. Und ja, der ist echt toll. Kann ich wirklich echt täglich drauf machen. Ist echt cool. Danke. Dann der Lippenstift. Ich hätte gedacht, der tut mehr Farbe abgeben, aber ich finde, muss sagen, das ist echt okay. Es ist trotzdem für mich ungewohnt noch so halt, weil ich habe wahrscheinlich bestimmt seit 10, 20 Jahren, gut, nicht 20 Jahre, wahrscheinlich seit 10 Jahren keinen Lippenstift oder Lipgloss oder irgendwas drauf gemacht. Und aber das ist echt eine tolle Farbe, muss ich sagen. Also, hätte ich wahrscheinlich jetzt auch oft das mal drauf machen. Nee, ist toll. XXL Shine. It comes. Und der Nagellack. Also, es ist ein Lebholisch. Keine Ahnung, was es mit dem Haze auf jeden Fall ist. Das ist wahrscheinlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es halt wirklich die letzte Schicht ist, wenn du einen farbigen Nagellack drauf machst. Kannst du den nochmal drauf machen, weil der ist nämlich durchsichtig. Und ich denke mal, das ist dann so einer, der so dann so härtet. Oh, das ist Pflege. Muss ich mal im Internet gucken, was nicht bullig ist. Wie gesagt, ich habe halt wirklich keine Ahnung vom Beauty-Zeug, deshalb lohnt es sich halt auch für mich, wie schon gesagt, keine Beauty-Videos zu drehen, weil ich würde dann halt genauso durchstehen. Und ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, liebe Sarina. Das sind echt total coole Geschenke. Und ja, genau. Jetzt wollte ich natürlich noch Vanillekipfler essen. Mal gucken, wie der schmeckt. Das mal aufkriegen. Und Balsam. Ich habe natürlich schon verpackte Kekse gegessen, allerdings halt aber noch keine Weihnachtskekse. Nur halt so die Größen, die Fertigtüten, die Mischmasch, wo alle Kekse drin sind. Das ist aber so Vanillekipfer oder so. Das habe ich halt noch nicht fertig gegessen. Also so halt gekauft, gegessen. Und hier. Nehmen wir doch einfach mal eins. Sieht voll dunkel aus. Ja gut, auf unseren ist ja, also meinen waren ja Vanille. Puderzucker war ja da drauf. Und ja, schau jetzt einfach mal. Geht's denn schon los oder mit einem Lippenglas halt zu essen? Da also will ich den ja auch nicht mitessen. Oder? Geil. Die sind schön locker, schmecken voll nach Vanille. Und nach Nuss. Ja, da ist ein bisschen drin. Oh, schmecken übelst lecker. Lecker, lecker, lecker. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganz tollen Geschenke. Und der Babykarl guckt gerade, was ich in der Kamera mache. Cool. Ja. Wie gesagt, wenn ihr das Video von der Sarina, also das Paket, was ich ihr geschickt habe, gucken wollt, dann klickt hier unten in den Link.
in meiner Beschreibung oder hier im Video oder wo auch immer ich den dann hinpacken werde. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen hoch von euch mega freuen. Wenn ihr weitere Tauschpakete sehen wollt, wenn ihr das wirklich toll fandet, wie ich mich freue über die Geschenke oder wie ich meine Meinung zu den Geschenken sage, dann schreibt es doch mir in die Kommentare. Und wenn ihr auch mal ein Tauschpaket machen wollt oder so, dann könnt ihr mich auch gerne anfragen. Ich werde allerdings... Achso, hier, jetzt fällt mir gerade ein. Ich habe ja noch die Kette. Ich habe jetzt hier drum gemacht. Die ist voll hübsch. Dass ihr nun hier so sehen könnt. Irgendwie so. Das ist voll toll. Und dann habe ich gesehen, dass man den Schminkspiegel gar nicht so richtig sieht, weil das Licht geblendet hat. Und vielleicht sieht man es ja jetzt irgendwie. Ja, sieht voll hübsch aus, ey. Ja. Dankeschön. Nochmal. Danke, 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 danke. Ja, auf jeden Fall dann. Genau, ich werde nicht allzu viele Tauschpakete machen. Also, ich werde nicht jeden von euch damit beglücken können. Wenn euch das gefallen hat, natürlich. Wenn euch das auch gefallen hat, was ich der Sarina geschenkt habe. Weil naja, mein Land ausfehlt und vielleicht ist es ja auch so toll gewesen geworden, keine Ahnung, werde ich sehen, wenn wir beiden dann die Videos hochgeladen haben. Und ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt voll gespannt, wie sie auf meine Paket, wie auf mein, oh Gott, ich quatsche schon wieder jetzt hier, wie sie auf mein Paket reagiert und ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt gerne unter dem Video machen oder auf meinem Kanal oder sonst wo irgendwo, wo ihr das auch finden solltet und ja, okay. Ja, ich bin gerade übelst glücklich, keine Ahnung, halt so voll. Ja, gut. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Bye. Tschüss. Wenn, der will natürlich auch mal wieder wild sein. Der war ja ganz lange nicht mehr auf dem Video drauf gewesen. Der war schon ganz eifersüchtig, weil er auch nicht mit drauf konnte. Das ist so lecker. Ja, Wahnsinn, echt. Ich werde gar keine Vanillekipferl mal selber backen, weil ich schmeckt viel besser als meine. Ja. Aber ich ärgere mich echt voll mit dem Tuch. Also ich finde das halt, wie gesagt, so toll, T-Shirt im Haar zu haben und irgendwie hält das halt ständig nicht bei mir. Das ist immer voll doof. Ich werde schon in meinen nächsten Videos berichten. Also vielleicht im übernächsten oder so mal sehen, was ich nur mit dem Tuch dann angefangen habe. Vielleicht kriege ich es ja irgendwie hin, dass es mein Horn hält, wenn ich dann mache, es wirklich als mein Tuch, als mein Hals zu rot. Das verschenkt es halt an meine Schwester. Und ja, mal sehen. Tschüss.